Ja, grundsätzlich wollen wir und müssen, und ich bin der festen Überzeugung, dass wir es werden, weiter im Quartett der großen Sportarten, nenne ich es mal, Fußball, Basketball, Handball, Eishockey, ein wichtiges Wörtchen mitreden. Vielleicht können wir das eine oder andere Mal auch den Fußball ärgern. Ich glaube, da haben wir eine gute Position. Das haben wir auch das letzte Finale hat das vor allen Dingen eindrucksvoll gezeigt, was für ein Potenzial in der Sportart ist. Im Zusammenhang mit dem Gesamtgefüge, in dem wir arbeiten, in dem wir leben, also mit dem DEB zusammen, bin ich davon überzeugt, dass wir das Programm Powerplay 26, was der Franz Reindl ja als sein Programm ausgegeben hat, befruchten können und müssen vor allen Dingen, weil ich glaube, das, was der Jürgen Arnold gesagt hat, ist wirklich das Wichtigste, was unsere Aufgabe ist in den nächsten Jahren, oder einer der zentralen Punkte ist wirklich Nachwuchs, 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 um die Basis unten zu schaffen, dass die Mehrspieler nachwachsen, dass die Spieler besser ausgebildet werden, dass sie gleichmäßig ausgebildet werden, dass die Nationalmannschaft also ab spätestens 2026, wie wir alle hoffen, auch mal eine Medaille erkämpfen kann bei einer Weltmeisterschaft oder Olympischen Spielen oder dazu mitspielt. Und einfach in dem Bewusstsein, dass mit der Nationalmannschaft alles steht und fällt. Mit der Nationalmannschaft steht und fällt der Stellenwert des Ligabetriebes in der Öffentlichkeit oder wird zumindest zu großen Teilen beeinflusst. Und deswegen gilt unser Augenmerk halt auch vor allen Dingen nach Nachwuchsarbeit, dass wir irgendwann mal ab 2026 eine Nationalmannschaft haben, die halt immer dabei ist. Und ich glaube, dann wird sich die Frage auch nicht mehr stellen, wo Eishockey findet in den Medien nicht mehr statt. Wenn ich mich daran erinnere, in den 70er, 80er Jahren, als Eishockey zugegebenermaßen noch in der ARD, in Öffentlich-Rechtlichen hoch und runter gelaufen ist. Aus der Zeit kennt man noch die Eishockeyspieler, die damals aktuell waren. Kühnhackl, Schloder, Reindl, wie sie alle heißen, die kennt man aus der Zeit. So, und heutzutage wird es dann schon schwieriger. Und wir müssen einfach wieder dahin, dass die Nationalmannschaft letztlich auch öffentlich-rechtlich so wahrgenommen wird, wie es das Zugpferd einer Sportart verdient hat.